Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritze und wir stehen hier auf dem leer geernteten Kartoffelfeld auf der Map Niemandsland. Ja, das waren die letzten Kartoffeln, die wir jetzt hier haben. Ich habe hier im Anhänger noch eine Ladung drin. Ich habe gerade überlegt, ich wollte die gerade in die Produktion bringen, aber nein, ich schütte die erstmal ins Silo. Wir wollten ja die gesamte Summe haben, was wir von diesem großen Feld hier runtergeholt haben, ne? Okay, aber den Roder, den kann ich schon mal nach Hause schicken über den Waschstricker. Der sieht ja verdammt klasse aus, ne? Schaut euch den an. Also da sieht man, dass er gearbeitet hat, aber sowas von. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber der hat wunderbar gearbeitet. Sehr, sehr gut hat das alles funktioniert. Es hat keine Zwischenfälle gegeben. Er ist nirgendwo mal hängen geblieben oder irgend sowas in der Art. Naja, aber wo soll er hier auch hängen bleiben? Es sei denn, er hätte mal einen etwas größeren Radius gebraucht zum Drehen. Aber ich hatte ja genügend Vorgewände gemacht. Und da ist das natürlich nicht passiert. So, die eine Ecke da hinten, da gibt es ein paar Schotti-Ecken, weil dort es ein bisschen schmal ist. Aber das hatte ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt. So, jetzt werde ich da erstmal den Kurs rausnehmen. Und dann schicke ich den. Hat der überhaupt einen Parkplatz? Eigentlich schon. Wieso ist denn das hier nicht drinne? Gucken wir gleich mal nach. Habe ich wahrscheinlich nicht richtig festgelegt. Nur angelegt, aber ihm nicht mitgeteilt sozusagen. Schauen wir mal. Parken Roder müsste ja irgendwo auftauchen. Zumindest stand der da drinne. Unter dem Dach. Da ist er doch. So, da muss ich aber erstmal Editor anmachen. Okay, und dann geben wir ihm den Platz. So, und jetzt darfst du parken fahren, mein Guter. Ich mache den Editor wieder aus. So. Lass dich schön in Ordnung bringen. Du warst super fleißig. Und wir fahren jetzt mit dem persönlich zum Silo. Und dann schauen wir doch nachher gleich mal nach, wie viele Kartoffeln wir jetzt da geerntet haben. Und der da hinten, der wird nichts mehr bekommen. Den schicke ich nachher nach Hause. Ja, immerhin ist das hier noch halb voll, das Teil. 138.306 Liter. Und das ist die etwas größere Shorty-Ecke, aber die lasse ich. Da freuen sich die kleinen Wühlmäuse, die kleinen Feldmäuse und wahrscheinlich noch ein paar andere Nager. Das ist in Ordnung. Die wollen sich für den Winter was im Bau schaffen, ne? Das ist ja auch wichtig. Hier links die Rüben müssen wir dann auch noch ernten mit dem Roder, wenn es wird soweit sein. Wie weit ist das überhaupt? So lange kann das eigentlich auch nicht mehr dauern. Oho, eine Wachstumsstufe noch. Also, das wird wohl bald sein. Da ist das wahrscheinlich gleichzeitig mit der Wiese fertig. Da werden wir dann im nächsten Monat Gras mähen und Rüben ernten. Und wahrscheinlich auch noch die Sonnenblumen, die sind ja auch noch. Ach, und der Mais ist auch noch. Oh, also es hat schon noch einiges zu tun. Ja, da wartet noch ein bisschen was. Bis auf die beiden Traktoren sind alle noch unterwegs, aber nicht mehr lange. Ach, da vorne muss ich erst gleich mal Platz schaffen. Den hatte ich hier. Das sind zwei. Die habe ich hierher geschickt, um abzukippen. Ja, und der erste steht halt noch da und hat den zweiten schon behindert. Okay, dann schicken wir den mal parken. Der hat ja abgekippt, denke ich. Ja, hat er. Nee, der muss zum Fahrzeughändler. Ich will die ohne Ärmchen haben. Komm mal her, mein Guter. Das tauschen wir um. Ich möchte gerne die Sammelwagen ohne Ärmchen. Ich habe da die falschen mir gezockt hier. So, du fährst jetzt zum Händler. Du musst einen Moment warten. Mann, hier ist was los. So, Händler, Händler, Hof weg, Zielpunkte, Händler. Da gehst, da fährst du hin. Aber, wie gesagt, ich
Ich muss dem da erstmal aus dem Weg gehen. Komm. So, dann kann der rechts rum und dann über den Trigger. Und du fährst jetzt zum Händler. Ich werde den Anhänger umtauschen. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das wahrscheinlich mache. So, alles drinne und ab mit dir. So, jetzt die da vorne. Der blaue hier, der hat wahrscheinlich den Hafer drin. Den haben wir ja zuletzt geerntet, jawohl. Rein damit. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich diese Anhänger hier abgebe. Ja, hier hat es jetzt geklappt. Aber vorher, da habe ich einen beobachtet, der hat ein kleines bisschen weiter hinten gestanden und da hat es ein bisschen eine Karambolage mit dem Rohr gegeben hier, ne? So, der darf jetzt parken fahren. Bring den Anhänger weg. Das überlege ich mir noch, ob ich die abgebe. So sind die ja schön. Ich mag das ja, wenn die eine Abdeckung haben und so. Na, mal schauen. So, jetzt werden wir die Kartoffeln da reinpacken. Und dann gucken wir gleich mal nach, wie viel wir jetzt insgesamt haben. Da bin ich echt gespannt. Den Kurs können wir schon mal rausnehmen. So, und jetzt schauen wir da mal rein. In das Silo. Kartoffeln hier. Ach nee, das ist ja falsch, ist der Kalender. Das ist ja der Kalender. Hier muss ich rein. So. Hirse habe ich schon geerntet, aber ich habe hier noch Soja auch auf dem Feld. Oh, ich habe gedacht, es ist mehr. Guckt euch an. 328.423 Liter. Aber immerhin. Haben wir nicht haben. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon ganz ordentlich. Okay. Dann, du hast auch Ärmchen. Du fährst auch zum Händler. Tauschen wir auch um. So. So, gut. Und ab. So, jetzt will ich mal kurz durchschalten. Ah, du hast hier schon abgestellt. Das ist prima. Da kannst du dich auch selber noch wegparken jetzt. Habe ich auch nicht wirklich vergeben. Parken Glas. Gucken wir mal eben. Machen wir gleich einen Editor an. Brauchen wir ja dann in dem Fall sowieso. So, parken Glas. Da ist es. So, jetzt hat er den Platz. Und jetzt kannst du parken fahren. Gut. Weiter geht's. Ah, da muss ich euch noch was erzählen. Ich habe nach dem letzten Video die beiden gelben kleinen Drescher verkauft. Und dafür habe ich praktisch den Fendt-Drescher und diesen Fendt-Drescher neu dazu gekauft. Oder ich glaube, die linken sind es die. Ja, die habe ich. Weil die habe ich jetzt ein anderes Schneidwerk gefärbt, damit ich das unterscheiden kann. Beim Parkplatz festlegen. Da hat einer ein rotes Maisgebiss, der andere halt ein grünes. Das sind alles vieres die gleichen Drescher. Sind von Sander. Und hier bei denen Schneidwerken hier, da habe ich auch ein rotes und ein grünes. Habe ich das genauso gemacht. Ich habe jetzt also vier große Drescher, zwei mit Maisgebiss, zwei mit Schneidwerk. Und da ist das okay. So. Da habe ich da keine Probleme. Also die laufen, die funktionieren tadellos. Da gibt es keine Blockade mitten auf dem Feld, wo nichts ist und so. Ne? Und das wollte ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich vorbeugenderweise jetzt doch alle gelben, alle beide verkauft.
Du stehst hier auch gut. Ich glaube, die stelle ich noch woanders unter. Aber vorher holen wir noch was ab. Komm mal mit. Ich habe hier hinten noch einen Platz frei. Und zwar da drüben, neben dem schwarzen Traktor hier. Da kommt der dann gleich hin. Und da, wo er jetzt gestanden hat, werden wir den kleinen Autolord-Anhänger deponieren. Der wird ja auch überwiegend hier hinten gebraucht für Wolle. Und dann kann der auch da hinten untergestellt werden. Im Bereich der Tiere. Den habe ich hier zur Seite gestellt. So. Damit ich hier vorne noch ein bisschen mehr Platz habe. Die Anhänger sind jetzt drin. Jetzt habe ich da noch zwei freie Plätze. Einer steht ja noch am Feld mit einem Anhänger. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich von denen mit der Plane ein oder vielleicht beide verkaufe. Oder ob ich ganz rechts den Sammelwagen verkaufe. Der ist ja eigentlich ganz in Ordnung, der ist gut. Aber ich verwende bei den großen Feldern mittlerweile doch eher die anderen Sammelwagen. Das habe ich jetzt bei der Ernte so gehabt, da habe ich den gar nicht benutzt. Vielleicht werde ich den abgeben, damit die beiden neuen Sammelwagen einen Platz haben. Und momentan habe ich einen zu wenig. Ja, ich denke mal, so werde ich das machen. Ich werde den Sammelwagen verkaufen und dann ist das in Ordnung. Denn für die Pferde als Versorgungsanhänger habe ich ja diesen ganz kleinen hier hinten stehen im Unterstand. Ursprünglich wollte ich das ja mit diesem Sammelwagen dort machen. So, jetzt werden wir den da reinbringen, aber da muss ich erstmal zurücksetzen. Die Gurte könnte ich eigentlich lösen. So, jetzt drehen wir den mal um. Okay, mein Guter, jetzt kommst du da rein. Es gibt jetzt einen neuen Parkplatz für dich. Der passt doch hier perfekt rein. Mal gerade ziehen sollte ich ihn ein bisschen. So sieht's besser aus. Platz genug ist. So, dann komm mal mit. Dann werden wir dir den anderen Parkplatz dort einrichten. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Anfahrtslinie gemacht habe oder nicht. Wenn nicht, muss ich das jetzt machen. So, wie sieht das aus? Nee, haben wir noch nicht. Okay, dann müssen wir das noch machen. Dann werde ich das auch von hier aus irgendwie... Ja, von hier aus. Das reicht schon. Okay. Vielerlei gerade ziehen muss der ja hier nicht. Der fährt ja nur alleine da rein. So. Stelle ich den hier genau hier in die Mitte. Okay. Ja, so ist das doch in Ordnung. Wie nenne ich das? Parken Massey Ferguson vermutlich. Ja, so werde ich das reintreiben. Auf jeden Fall, das ist das Beste. Da weiß ich genau, wer es ist, was es ist. Okay. So, ich mache mal eine 1 dahinter. Die mache ich später wieder weg, damit ich weiß, welcher Parkplatz jetzt gelöscht werden muss. Das hätte ich vorher machen sollen. Vorne, wo jetzt frei ist, da hatte ich den Parkplatz genauso benannt. Deswegen, so, ich will mal kurz mit dem ein Stück zurück. Okay. Ich würde sagen, den können wir auch noch ein Stück ziehen hier. Bis da. Und wie ist das hier? Wo, ah, der ist ganz hinten, der Punkt. Den ziehen wir auch bis dahin.
So, gut, dann kommst du wieder vor. Und von hier aus kannst du dann weg und das werden wir gleich einrichten. Das können wir eigentlich von Hand direkt machen. Ich muss bloß gucken, dass ich da eine vernünftige Sicht kriege. Wenn ich unterm Dach bin, kriege ich die nicht. Muss ich so machen. So, von hier aus dahin. Dann kann der auch automatisch hier wegfahren. Um das ging mir das jetzt. So, und jetzt werde ich den parken schicken. Der kann alleine am neuen Parkplatz parken. Und hier hinten muss ich den Parkplatz ändern. Seht das? Da steht Marcel Ferguson. Deswegen habe ich das jetzt mit der 1 gemacht. Die nehme ich dann nachher noch weg. So, aber ehe ich den losschicke, muss ich den anderen jetzt wegnehmen. Sonst fährt er hier irgendwie im Kreisel und setzt sich vor den Anhänger. Ich steige mal in den hier ein. Da sollte ich den Punkt irgendwie vielleicht doch möglichst erreichen können, aber das ist nicht sicher. Muss erst mal gucken, ob das geht. Kann sein, dass das nicht so ist, dass ich den Anhänger noch mal rausnehmen muss. Ja, ich krieg das nicht darüber. Das ist halt, ich weiß nicht genau. Oder kann ich das in der Liste? Moment mal. Na nee, ich will ja den Parkplatz umbenennen. Nee, ist schon gut. Ich ziehe den Anhänger noch mal raus. Das kann ich ja so machen. So. Maritza hat wieder gut gefrühstückt. Und jetzt setze ich zurück und da kann ich dann den Punkt dort erreichen und umbenennen. Ja, jetzt haben wir den. So, dann nenne ich den. Wie habe ich ihn denn vorne benannt? Den habe ich bestimmt auch noch nicht gelöscht. Parken, Anhänger blau, Fendt rot, Tierversorgung. Habe ich den irgendwie? Oder habe ich den schon gelöscht? Sieht ganz so aus. Doch hier. Parken, kleiner Autoladenanhänger, so habe ich es genannt. Ah ja, okay. Das mache ich dann hier auch so. Parken, kleiner Autolord. Wenn ich die Schreibweise anders nehme, dann brauche ich hier keine 1. Okay, gucken wir gleich mal. Platzmäßig. Oh, das hat hingepasst. Das ist gut. So, umbenennen. Jawohl. Werden wir mal gucken. Der Kleine hier hat ja doch überwiegend mit dem Anhänger zu tun. Dann kann er den nur wegparken. Dazu setze ich den jetzt einfach mal hier irgendwo auf die Strecke und dann lasse ich den hier hinterfahren. Oder wollen wir die Wolle gleich wegnehmen? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das werden wir dann gleich noch in Angriff nehmen. Dann drehe ich den direkt nochmal um. Wir haben ja da noch Wolle stehen, die können wir ja eigentlich wegnehmen. Schön langsam. Gut. Das hat ja mal funktioniert hier. Das sieht sogar recht ordentlich aus. Mal gucken, ob ich den ersten da vorne auch noch kriege. Aber den nehme ich mal von der Fläche runter, denn ich will das kleine Angerissene da nicht mitnehmen. Ziehen wir den mal hier rüber.
Dann kann ich dran vorbeifahren und dann sollte das funktionieren. So draufschmeißen tue ich es nicht. Da ergeben sich manchmal Fehler. Und dann hängt sich das Spiel vielleicht auf. Das werde ich jetzt nicht riskieren. Ja, der musste natürlich wieder eine Ausnahme machen, irgendwo ganz oben drauf. Dann lade ich das Ganze halt jetzt nochmal ab. Bleib hier, Kleiner. Zurück. Wir holen uns das natürlich wieder auf. Ja, geht anscheinend nicht anders. Zumindest liegt er auf und hängt nicht nur in der Luft. Okay. Festzurren. Dann drehen wir hier um, dann schicke ich dich mal zu Oma Tana ihren Laden. Woanders kriege ich die Wolle momentan ja nicht los. War jetzt hier irgendwas? Ne, gut. So, mein Guter. Das nennt sich Hofladen. Aber ich habe den hier drinnen anders benannt. Spinnerei ist voll, brauche ich gar nicht hinzufahren. Marktstand heißt das hier. Ja. Okay. Dort bringst du es hin. So. Und ich kümmere mich jetzt. Ah ja, der ist hereingefahren hier. Das ist prima. Jawohl. Steht ein bisschen eigenartig, aber er steht drunter. Ja, doch, das ist in Ordnung. Das akzeptiere ich so. Ja. Okay, ihr seid hier. Das ist alles in Ordnung. Ach Gott, ja, die warten jetzt noch ein bisschen. Das werden wir uns gleich vorknöpfen. So, und du kannst jetzt parken fahren. Parken, kleiner Autoladanhänger. Genau. Und ab. Nee, Quatsch. Kleiner Autoladanhänger nicht. Natürlich nicht. Du bist kein Anhänger. Mensch. Parken, parken, parken. Massey Ferguson. Wo ist er? Milchfass. Autolad. Wo ist er denn jetzt? Oder habe ich das noch gar nicht? Doch, das hatte ich doch schon eingetragen, oder? Moment, das könnte sein, dass der ganz oben ist, unter Standard. Ja, genau hier. Da rein. Parken, Viehtransporter ist auch noch dort. Ah, hier Zielpunkte haben wir auch noch offen. Da werden wir doch das auch gleich mal machen. Parken Waltra ist auch noch offen. Ja, da hatte ich auch verändert, stimmt. Und du kommst hier unten rein. Da müssen wir nachher auch noch hin. Wir haben Honig. So. Parken Marcel Ferguson. Wo ist er jetzt? Da. Mit der 1. So. Okay. Aber das sollte klappen, was wir hier nicht... Warum sollte es nicht gehen? Es sei denn, die stören sich... Jetzt bist du aber auf die falsche Linie gekommen. Wo fährst denn du jetzt hin? Du fährst jetzt nicht nochmal dahin, wo du vorher warst. Ach nee, da steht schon wieder Masse. Autoladanhänger. Deswegen, halt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe doch das angeklickt. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe den doch, aber vielleicht nicht doll genug. Das ist mit der Maus manchmal bei mir hier. Jetzt hat er es. Jetzt habe ich zweimal klicken müssen, bis er es endlich hat. Okay. Ach, ich habe den nicht vergeben gehabt, den Platz. Nicht neu vergeben. So, jetzt kannst du. Jetzt musst du es ja wohl richtig machen. Jetzt musst du nochmal zurück, darüber. Genau, jetzt drehst du eine Runde um das Gebäude hier. Aber das ist ja nicht schlimm.
Das ist ein bisschen schwierig hier. Es sind so viele Linien, ne? Nee, der fährt wieder hier hinten. Nee, doch nicht. Der hat jetzt aber gekurbelt hier. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das irgendwie ein bisschen vereinfachen noch. Da laufen sehr viele Linien zusammen. Ja, jetzt fährt er auch schön auf der Linie hier. Nächsten Monat haben wir die Sonnenblumen da noch mit dabei. Das wird lustig. Und die Rüben. So, das klappt also. Gut, da können wir weiterschalten. Und zwar hier zu denen hier. Wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Gar keine. Seht das, so ist das immer. So geht das immer, meine lieben Zuschauer. Wenn man so Fummelarbeiten macht, dann vergeht die Zeit immer doppelt so schnell, habe ich das Gefühl. Tja, das wäre es dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Ich freue mich schon auf eure Kommentare unter dem Video. Sag jetzt Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel. Ach ja, und ich werde jetzt offscreen diese beiden Anhänger umtauschen gegen Anhänger ohne Ärmchen. Die werden dann nächstes Mal geparkt stehen, wenn es weitergeht. Also dann, Tschüssi!